Gelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Jeden Tag beten wir bei diesem Gebet zum heiligen Josef: Führe mich zum größten Tag meines Lebens, meines Eintritts in den Himmel. Aber bitte erst morgen oder übermorgen, weil heute ist Sonntag und das ist noch so ein heiliger Tag. Und da merken wir alle so, gell? Wie bereiten wir uns eigentlich auf den Himmel vor? Ich weiß, das ist jetzt kein Thema für den Sonntag, gell? Aber trotzdem ist es doch ein Thema, das uns alle so betrifft. Bin ich gestern doch zu einem gestorbenen, verstorbenen gerufen worden, der an seinem Geburtstag gestorben ist? Sozusagen die ganze Familie war versammelt, das war wirklich so. Die ganze Familie war versammelt, wollten Geburtstag feiern. Ganz normal, alle eingeladen, alles vorbereitet, alles hergerichtet. Führe mich zum größten Tag meines Lebens, meines Eintritts in den Himmel. Gott sei Dank wissen wir das nicht, wenn es sein wird, wenn der Herr uns zu sich rufen wird. Ihr wisst nicht den Tag noch die Stunde. Und deshalb sollten wir uns nicht ständig sozusagen mit angstvollen und sorgenvollen Gedanken sozusagen, oh, jetzt zwickt es wieder hier und jetzt druckt es wieder da und wo auch immer so, sondern wir sollten uns so vorbereiten, innerlich. Immer geht es zuallererst um diese innere Vorbereitung auf diesen größten Tag meines Lebens. Im Glauben geht es immer zuerst um das Innere, nicht um das Äußere. Und da geht es darum, dass ich diese Beziehung habe zu Gott, dass ich weiß, wem ich begegne, wem ich auch heute in der Messe begegne. Weil die Heilige Messe ist sozusagen wie ein Abbild, ein Vorausbild, ein Gleichnis, ein Hinweis auf dieses himmlische Hochzeitsmahl. Und je mehr wir ihm begegnen, im Wort, im Sakrament der Eucharistie, aber auch da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, umso mehr kann ich mich so vorbereiten auf diesen größten Tag auf den größten Tag meines Lebens. Und schlussendlich ist es das, dass wir die Liebe leben müssen. Unser Leben mit Sinn füllen. Irgendwie so haben wir heute gebetet, ja, für die jungen Leute, aber nicht bloß für die jungen Leute. Gestern auch so, gell, wenn man ein bisschen so in der Seelsorge unterwegs ist, dann ist man oft unterwegs, dann sieht man die Leute so 85, 87, 88 oder vielleicht sogar auch schon 93. Aber leben wie, denken keinen Gedanken irgendwie so, dass es einmal zu Ende sein könnte. Und zwar auch einmal ziemlich schnell. Kein Gedanke. Und dann habe ich mir gestern so gedacht, ich erzähle euch nur so von meinen Gedanken, wie wird man sich dann so Vorwürfe machen, warum habe ich nicht mehr gebetet? Warum habe ich nicht mehr getan? Wieso? Das bewegt mich. Das sind meine Gedanken, die ich so habe, wenn ich die Menschen so sehe, wo ich so denke, ja. Und das sage ich jetzt eigentlich nur, weil ich Mitleid habe, weil es für mich echt ein Schmerz ist. Weil diese Menschen mal irgendwie, die werden dann, einmal werden sie im Leben ankommen. Und dann werden sie irgendwie so einen Schmerz verspüren, hätte ich bloß mehr geliebt, Gott geliebt, hätte ich bloß mehr getan. Und jetzt kommt wieder die große Entschuldigung, die ich denn so bringe, die große Verteidigung. Ja, viele haben es nie gelernt. Das verstehe ich auch, das ist mir schon auch klar. Und das weiß Gott auch. Viele haben es nie, nie gelernt. Wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, die ganz antikirchlich war, so mit den entsprechenden Geburtsjahrgängen sozusagen noch des letzten Jahrtausends, wenn du da in einer Familie aufgewachsen bist, die ganz antikirchlich war, da hast du nicht beten gelernt. Da hast du nur über die Kirche lachen gelernt, über die Kirche spotten gelernt, über die Gepriester herziehen gelernt. Da hast du nichts anderes gelernt. Spannend. Also dieser größte Tag meines Lebens, auf den möchte ich mich vorbereiten, indem ich ihn heute lebe als ein Geschenk, als sein Geschenk. Bitten wir Gott um seinen Segen.
Panem de coelo praestitis diis. Omne delectamentum in se abentem. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribu eque sumus itanus corporis et sanguinis, tua mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugita sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.